Darf ich vorstellen? Edward Arti. Nennen Sie mich Ed. Ed Arti? Sam Folsen, der beste Programmierer bei AAA. Wie viel wissen Sie schon von ihr? Einzelkind. Jahrelang in Behandlung wegen Depressionen. Die Mutter starb bei der Geburt. Suizid im Alter von 28 Jahren. Eva, ihre Tochter. Ich hatte einfach keine Zeit für sie. Alles hat seinen Preis. Der Erfolg eben auch. Ich schätze, ich war kein besonders guter Vater. Denn das alles hier... Das alles hier wird streng vertraulich behandelt. Ich werde Sie nun auch verlassen, damit Sie beide in Ruhe alle Punkte besprechen können. Sam, bring Sie ihm seine Kleine wieder. Danke, Danny. Ich weiß Ihre Dienste sehr zu schätzen. Wow, sie ist so täuschend echt. Sie reagiert, wie meine Tochter es tun würde. Die Stimme, ihr Gesicht, das ist perfekt. Ich sagte es Ihnen ja bereits, Sam ist der Beste. Wann ist sie fertig? Sam? Ich brauche noch 2 Wochen. Das war nun die Beta-Version. Das Programm entwickelt sich allerdings selbstständig weiter, ein nie endender Prozess. Fantastisch. Gute Arbeit, gute Arbeit. Sie sind der Meinung, Sie seien durch die Zeit gereist. Erzählen Sie mir mehr. Ich habe keine Möglichkeit für eine korrekte Anamnese. Uns fehlen Informationen. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob Sie wirklich Ron Kaminski heißen. Rein körperlich sind Sie vollkommen in Ordnung. Wie soll dieser, wie sagten Sie vorhin? Zeitsprung. Eine Art Zeitsprung. Zeitsprung. Wie denken Sie, kam dieser zustande? Na? Wagen Sie es nicht zu fluchen und im selben Satz Gott zu erwähnen. Sonst würde ich persönlich dafür sorgen, dass es Ihnen leid tut. Hören Sie auf mit Ihrer Blasphemie. Diese Art von Argumenten sind einfach lächerlich. Das lässt sich durch Mutation erklären. Falsche Antwort. Aber Sie kriegen den Publikumsjoker. Es reicht! Schwester Christine, bitte gehen Sie in die Kapelle. Pflegertherapieraum 1. Schwester Christine, was gibt es? Dr. Hartmann, ich habe ein Anliegen, eine Bitte an Sie. Ich ahne es schon. Geht es um den Patienten Ron Kaminski? Ja, Dr. Hartmann, Sie sind allwissend. Allwissend ist nur einer, das maße ich mir nicht an zu sein. Ich habe aber oft ein gutes Gefühl, was Menschen angeht. Sie dürfen ihm kein Wort glauben. Er ist nicht krank, er ist boshaft. Das ist ein Unterschied. Das wissen Sie, oder? Ja, Dr. Hartmann. Sie wissen, was ich von Ihnen möchte? Ja, und ich tue es für Sie, weil Sie fromm sind. Für ihn würde ich es nicht tun. Er hat sich ein Lügengerüst aufgebaut. Fühlt sich in seiner Rolle als Zeitreisender natürlich wohler als in der Realität, als obdachloser Alkoholiker.